Hallo zu meinem Video. Heute möchte ich euch kurz zeigen, wie ihr unter Ubuntu 12.04, wichtig, Ubuntu 12.04, das seht ihr hier, Version 12.04, 64-Bit habe ich hier, aber das spielt keine Rolle, ob ihr 64 oder 32-Bit habt, Skype installiert. Und zwar war es früher so, dass man das ja sehr gemütlich über den Ubuntu Software Center machen konnte. Aber wenn ich jetzt Skype eingebe, ja, findet leider ja Ubuntu Software Center mir hier keine Angaben dazu. Und dies muss man machen über den Terminal. Hat den Vorteil, dass die aktuellsten Updates natürlich, die Pakete hier auch gezogen werden. Dazu öffne ich mir hier den Terminal. So, ich mache das hier mal ein bisschen weiter, dass ihr es ein bisschen sehen könnt. So, gut, und dann holen wir uns einfach die Befehle. Ich habe sie mal vorgetippt, dass das nicht eingeben muss permanent. So, kopieren wir mal die Zwischenablage und gehen in unser DOS-Fenster und geben einfügen ein. So, jetzt wird hier eben das Passwort verlangt. Das tippe ich jetzt nicht ein, weil ich kann euch zeigen, dass ich eben Skype in der neuesten Version schon habe. Ich benutze Skype nur für Familienmitglieder oder gute Freunde, die ich persönlich kenne. Die, wo ich überhaupt persönlich nicht kenne, füge ich in Skype nicht ein. Bitte für euer Verständnis. Und eben nach diesem Befehl hier, gebt ihr hier euer Root-Passwort ein, bestätigt es mit der Enter-Taste und danach gebt ihr einfach hier sudo apt apt-get update sudo update install Skype. Diese beiden Terminal-Befehle füge ich unter dieses Video auch mit ein, dass ihr so eben die Möglichkeit habt, euch Skype zu installieren, und ich hoffe, den einen oder anderen konnte ich dann mit diesem Video behilflich sein. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.